Look at this. That is amazing. Thomas Wade with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hi, wir sind wieder zurück bei den Atlanta Hawks von und mit Dennis Schröder natürlich. Im ersten Teil haben wir ja so ein bisschen seinen Werdegang durchleuchtet. Heute wird es eindeutig ein bisschen bunter. Und damit ab in die Kabine der Hawks. Dennis, deine Lieblingsmusik? Ja, Hip-Hop. Also ich höre Meek Mill sehr gerne. Und ja, also am meisten halt Hip-Hop. Bist du ja in Atlanta eigentlich ganz gut aufgehoben, weil das ist ja eine ganz gute Hip-Hop-Szene. Ja, also auch schon viele kennengelernt hier und ja, hier bist du schon richtig, wenn du in Atlanta bist. Wie sieht's denn aus mit Hobbys, nehmen wir Basketball? Ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Familie, meiner Freundin und mit meinen Freunden, die ich halt hier gefunden habe. Und ja, sonst halt mal in die Mall gehen mit denen und halt Sachen unternehmen und ja, halt auch an meinen, auch wenn wir halt kein Training haben, in die Halle gehen und besser werden. Du hast gerade was Wichtiges gesagt, deine Freundin ist ja momentan oder mittlerweile schon hier. Hat es was geändert für dich? Ja, ich denke, ja, also dass man auf jeden Fall ruhiger bleibt, also ruhiger wird auch und ich denke, sie macht halt sehr viel außerhalb des Feldes, was mir gut tut. Und ich denke, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass ich halt auch so gut spiele dieses Jahr. Und ja, also da bin ich auf jeden Fall froh drüber. Kannst du dich noch daran erinnern, was das erste jetzt war, was du dir von deinem ersten NBA-Gehalt gekauft hast? Ich habe das Auto ja geholt, mein Audi A7. Das war halt mein Lieblingswagen schon von Anfang an. Ich habe halt überlegt, ob ich es jetzt schon hole. Und dann hat meine Familie mir gesagt, ja, also das kannst du machen, du hast es dir verdient und ja, jetzt habe ich es mir halt geholt und ja. Hast du immer noch Spaß dran, weil ich kenne, wenn man sich was kauft, woran man sich schon lange dran gefreut hat, dann geht es ja je öfter man mitfährt, aber wie ist es, freust du dich immer noch, wenn du in deinem Auto sitzt? Klar, also auch immer, wenn ich aus meinem Haus gehe und mein Auto sehe, dann denke ich mir halt, dass harte Arbeit sich auf jeden Fall auszahlt und das werde ich halt auch nie vergessen und ich werde halt auch nie irgendwie sagen, das ist kein gutes Auto mehr oder also ich freue mich auf jeden Fall jeden Tag drüber, auch mit dem Auto zu fahren. Es macht ein bisschen Spaß, euch dieses Jahr zuzugucken, entweder mit dem NBA League Pass in Deutschland, wo man dann die Nächte durchmacht oder jetzt live. Wie wichtig ist denn bei euch das Thema Spaßfaktor? Ich denke, jeder hat Spaß hier. Also vorm Spiel natürlich ein bisschen ruhiger, aber ich meine im Training sind wir halt hart gegeneinander, wenn wir spielen oder wenn wir halt ein paar Übungen machen. Sind halt alle wirklich fokussiert und aber ich denke nach dem Training jeder versucht Witze zu reißen und sind halt alle lustig und ich denke unsere Teamchemie, die ist einfach also special, sage ich mal, also die hat kein anderes Team, glaube ich, und ja, also das ist auf jeden Fall gut für uns dieses Jahr. Was findest du jetzt so nach den ersten gut anderthalb Jahren, was ist so der größte Unterschied gerade zwischen Deutschland und den USA? Gibt es irgendwas, was du vermisst, wo du sagst, das hast du nicht? Also in England ist es zum Beispiel Marzipan, was man da nicht findet. Gibt es irgendwas, was du vermisst? Gestern war ich beim Türkenessen, also habe ich Gyros gegessen, aber wir haben halt einen Laden in Braunschweig, der heißt Kebab House. Und da waren wir halt fast jeden Tag, mit meinem besten Freund, meiner Freundin, eigentlich die Familie. Und ja, das gibt's halt hier nicht und also versuche ich halt so lange halt auszuhalten, bis ich halt wieder in Deutschland bin, damit ich es essen kann. Wenn du jetzt wählen könntest, New England Patriots oder Seattle Seahawks? Ich denke, also letztes Jahr haben ja die Seahawks gewonnen, aber ich bin eher für Tom Brady. Den habe ich ein paar Mal jetzt spielen gesehen und ja, ich hoffe, dass er es reißen kann. Wie sieht es denn bei dir mit Zukunftswünschen aus? Ich meine, jetzt ist ja momentan die Saison, läuft super. Das erste Jahr war ein Jahr, wo man garantiert viel gelernt hat. Was wünschst du dir für die Zukunft? Einfach nur, dass ich gesund bleibe und ich denke, also, dass das ganze Team hier gesund bleibt. Und ja, dass wir halt weiter so als Team spielen und unsere Teamchemie halt so halten, wie es gerade läuft. Weil so sind wir wirklich schwer zu schlagen, wenn wir so unserem Team Basketball in der Offense und in der Defensive machen.
Danke, Dennis. Das war's jetzt also mit der ersten Ausgabe von 3,5 Meter Ortstermin aus Atlanta. Weiter geht's nach Dallas und da klären wir unter anderem diese Frage. Hey Dirk, ich würde gerne wissen, wie lange du gebraucht hast, um deinen Wurf so zu bekommen, wie du ihn jetzt hast. Bis dahin. Look at this. That is amazing.